Max Verstappen holte im Alleingang die Konstrukteursweltmeisterschaft von Red Bull. Perez blamierte sich komplett. Der Krieg der Sterne ist anscheinend wieder ausgebrochen. Und Logan ist zu 100% Geschichte. Wir blicken heute auf das Rennen in Japan, das Recap, und abonniert gerne den Channel kostenlos. Wir fangen direkt beim Start an und der war echt brisant und ich glaube auch der spannendste Faktor des Rennens. Denn wir sahen hier auf diesem Foto erstmal hinten einen fliegenden fliegenden Williams in Folge von Albon, der ist eigentlich unschuldig in eine Kollision geraten, in der viele Fahrer involviert waren. Wir hatten hier Valtteri Bottas, der ein Grundauslöser war, auch Logan Sargeant war mit dabei, Hamilton neben dem Gras, aber es ist halt wirklich alles zustande gekommen, weil er ziemlich eng zur Sache ging. Vorneweg war eigentlich Oscar Piastri gut vom Start her, wurde aber direkt von Verstappen abgedeckt. Norrie hätte dann außen die Chance gehabt, da hat aber Verstappen wirklich einmal quer rüber gezogen. Und ja, da habe ich schon wirklich die Teile fliegen sehen, aber Norrie hat Gott sei Dank dann nachgegeben. War, ich will jetzt mal sagen, der Klügere, aber ja, es war halt an sich klar, es lagen viele Trümmer da. Wir hatten Frontflügelschaden bei Perez, bei Bottas, bei Albon und ja, Safety Car. War klar, hat alles ein bisschen zusammengebracht und auch die Bilder sprechen für sich. Hier rechts da sehen wir, da reißt einer Albon den Flügel runter und der Schaden war dann halt leider auch so groß, dass beide Williams einfach retiren mussten. Und ja, da bin ich jetzt auch schon bei der Rede. Ich glaube wirklich, dass das jetzt der letzte Tropfen am heißen Stein war und dass wir Logan Sargeant nächstes Jahr nicht mehr in der Formel 1 sehen werden. Eingeordnet, dann ging es ein bisschen zur Sache. Die Mercedes hatten viel mit sich zu tun. Gerade in der Anfangsphase war Russell oft an Hamilton dran, hat sich da vorbeigequetscht mit einem, ja, sagen wir mal, fragwürdigen Überholmanöver. Aber Hamilton hat es genauso in Turn 1 gemacht, was für mich nicht so gerade so schön war. Ja, Perez musste sich ein bisschen durcharbeiten. Er war während der Safety-Car-Phase in der Box neue Nase, Nummer 1, und auch neue Reifen. Und ja, dann kam es zur Berührung. Logan hat Valtteri Bottas dann einmal weggespinnt. Der hat sich verbremst und hat ihn komplett weggespinnt. Und Bottas musste daraufhin wegen des zu großen Schadens retiren, was wirklich schade war, aber er war auch ein bisschen schuld an der Startkollision und dem Startchaos. Und ja, in Runde, wir reden da von Runde Nummer 12, 13, hat dann Perez wirklich den Vogel abgeschossen, beziehungsweise er hat Kevin Magnussen abgeschossen und hat sich ja Front Wing Damage again geholt. Und für mich war ab diesem Moment klar, Bro, das wird nichts mehr. Das heutige Rennen war so grottig, bekam dafür eine 5-Sekunden-Strafe und man sagte, retire the car. Das ist ganz wichtig, er hat das Auto abgestellt, ist ausgestiegen. Für den 14. Verlauf war es dann mal okay. In der Runde 16 ging es dann in die zweite. Krieg der Sterne. In diesmal in der Hauptrunde Hamilton ist ein bisschen in die Strecke gekommen, unter dieser Tunneldurchfahrt. Und ja, Russell wäre eigentlich klugerweise vorbeigefahren. Hamilton hatte das ein bisschen abgedrängt, war aber nichts, no further investigation von der FIA. War es dann eigentlich ja gut, okay. Aber man merkt schon, es wird ein bisschen heiß zwischen den beiden. Und ja, so ging es dann auch noch ein bisschen weiter. Und ja, bis dann endlich mal ein Machtwort gesprochen wurde, in Form von Hamilton kam in die Box. Also ja, Lance Stroll musste auch wegen einer Startkollision, er hat sich den Unterboden und zerstört, musste das Auto abstellen. Ist natürlich schade, aber kann man leider nichts machen. Und er war dann zu diesem Zeitpunkt schon der fünfte, der das Auto abstellen musste. Ja, dann ging es weiter mit mehr Absteller. Albon hat dann abgestellt und auch Perez. Mussten beide retiren in Runde 28. Was dann nämlich interessant wurde, in Runde 34 bzw. Runde 40. Man hat nämlich oft in die Perez Red Bull Box geguckt und sah dann so, Perez ist wieder eingestiegen, er wurde angegurtet, Heißzecken drauf und so weiter. Denn man schickte ihn noch einmal raus, hat eine Grauzone gefunden. Anscheinend hat man da mit der FIA wirklich minutenlang diskutiert, hat ihn rausgeschickt, hat ihn einmal pitten lassen, die Strafe absitzen lassen, noch einmal raus und dann retire the car. Ob das wirklich jetzt alles zu rechtens war, man hat anscheinend wirklich in Red Bulls Sicht eine Grauzone ausgenutzt, die noch niemand eigentlich vorher so gesehen hat. Und
Natürlich, war das gut, denn somit bekommt er für das nächste Rennen dann keine Strafe. 41 und 42 ging es dann zur Sache. George Russell hat sich verteidigt, zuerst mal gegen Piastri, hat verloren, und dann auch zuerst mal gegen Norris und dann auch gegen Piastri. Beide Male hat er da wirklich verloren. Er wollte so eine Ein-Stop-Strategie machen, hat nicht funktioniert. War mir auch ehrlich gesagt von Anfang an klar, denn das ist einfach zu holprig gewesen. Zu guter Letzt ist dann auch noch Charles Leclerc vorbeigegangen und dann wurde es nämlich ziemlich dumm aus Sicht von Mercedes. Man hätte eigentlich in Runde 49 oder sagen wir mal früher noch Runde 45, 46 ein Machtwort sprechen sollen, denn ab diesem Zeitpunkt ist Hamilton auf Russell aufgefahren. Hinter ihm war ganz knapp Sainz. Also dann fuhren die drei so Russell, Hamilton, Sainz. Und man hätte wirklich sagen sollen, lass Hamilton vorbei oder so. Aber natürlich nach der Vorgeschichte des Rennens wusste ich schon so, das wird nicht einfach werden. Auf jeden Fall hat er das viel zu spät. Runde 50 oder so hat man ihm dann gesagt, lass Hamilton vorbei. Und Hamilton war dann noch so korrekt und hat so den Move von Sainz ausgepackt und hat Russell im Sekundenfenster gelassen, um ihn dann auf der Geraden ein bisschen DRS zu geben. Hat nicht funktioniert. Russell musste nochmal rein und all in all wurde er dann auch nur Siebter. Wir blicken uns aber auch noch kurz auf das interne Teamduell aller Fahrer. Jetzt gucken wir uns das Ganze mal an. Wie gesagt, Max hätte, also beziehungsweise Red Bull, hätte mehr Punkte all in all holen müssen als Mercedes. Hat Verstappen im Alleingang geschafft, ohne Perez. Somit ist Red Bull Konstrukteursweltmeister geworden. Oscar Piastri feiert sein erstes Formel 1 Podium. Das ist natürlich toll, das freut mich. Hätte P2 sein können, vielleicht sogar mehr, aber ist dann eigentlich auch okay. Double Podium für McLaren. Und die haben in dieser Saisonhälfte echt schon viele Punkte geholt. Man hat das natürlich ausgiebig gefeiert mit jetzt 6. Konstrukteurstitel und so weiter und so fort. Die Weltmeisterschaft an sich gucken wir jetzt gleich mal an. Wir werden mal kurz auf den WM-Stand gucken. 623 Punkte Red Bull, 305 Mercedes, 285 Ferrari. Also wir sehen auf jeden Fall den Aufwärtstrend bei Ferrari und die könnten, wenn sie so weitermachen, wirklich den Mercedes noch gefährlich werden. McLaren, glaube ich, ist jetzt nicht mehr in diesem Top-3er-Kampf mit dabei. Aber, also sagen wir mal Battle for P2, weil der erste ist jetzt schon vorbei. Und somit hat sich dann jetzt auch rausgestellt, also Max Verstappen kann im Sprint in Katar Weltmeister werden. Jetzt blicken wir aber noch einmal kurz auf die internen Duelle. Verstappen-Perez kann ich nicht bewerten, aber all in all ist Verstappen natürlich ein einsames Rennen gefahren, Top-Leistung, nie eigentlich aus dem Start angegriffen worden. Norris Piastri war auf Augenhöhe, Norris ein Ticken besser, aber ja, ich würde sagen, Norris war besser. Bei Leclerc und Sainz ist diesmal auch etwas klarer. Wenn Sainz nicht aufgehalten worden wäre, glaube ich, wären die auf ist gleich bei mir. Hamilton, Russell auch, würde ich sagen, tendenziell eher zu Hamilton, weil man bei Russell einfach eine dumme Strategie gewählt hat. Alonso Stroll kann ich nicht bewerten, aber Alonso ist schon sehr tolles und sehr braves Rennen gefahren. Auch Ocon und Gasly wieder knapp beieinander. Ocon dachte ich auch, der fährt ewig mit dem Einsatz, gerade beim Start. Lawson und Tsunoda, ich würde gerne Yuki sagen, er war besser, aber Lawson ist so ein braves Rennen gefahren und so knapp an den Punkten. Das ist echt schade, dass der nächstes Jahr nicht in der Formel 1 fahren wird. Wir haben dann noch die Yuki, also die Williams kann ich leider nicht bewerten, auch die Alphas wird schwierig, Bottas ja schon im ersten Drittel des Rennens draußen gewesen. Magnussen und Hülkenberg, ja, war klar, die Strecke ist eine reifenfressende Strecke, dass die beiden da jetzt nicht viel rausholen können, war leider irgendwie klar. In der Fahrerweltmeisterschaft haben wir jetzt eine runde Zahl an der Spitze. Max Verstappen hat 400 Punkte und muss, wie gesagt, in Katar 3 Punkte holen, mehr holen als sein Teamkollege. Sprich, wenn er Sechster wird, also Perez muss 6 Punkte mehr holen im Sprint, um die Chance aufrecht zu erhalten. Aber selbst das wäre nur noch Zeitschinden. Also Verstappen ist so gut wie Weltmeister. Wird der Erster im Sprint in Katar, ist er im Sprint Weltmeister. Wenn nicht, ist er dann im Rennen Weltmeister. Es war ein Top-Rennen. Oh, das ist auch ein geiles Bild. Es war ein Top-Rennen. Der Pokal, ziemlich cool. Habt ihr das gesehen, wenn man den küsst, leuchtet der. Coole Technik. Finde ich sehr interessant. Und da haben wir noch eine coole Statistik. Alle Weltmeister aller Zeiten. Wir sehen natürlich diese komplette Dominanz von 14 bis 21 von Mercedes, aber auch von 99 bis 2004 von Ferrari. McLaren hatte auch mal seine Glanzzeiten, aber jetzt ist Red Bull schon das zweite Jahr in Folge wieder dran. Wird das bis 2026 anhalten? Schreibt es in die Kommentare. Macht unbedingt gern
Abonniert unbedingt gerne den Channel kostenlos. Schaut gerne auf TikTok und Instagram vorbei. Links mal in der Bio. Fährt was man. Bis morgen oder später und ciao.